da gibt es immer wieder, wenn sie euch begegnen. Gildo Horn und seine Verheißung. Ich bin Liebesbotschafter. Schlagermusik ist die Sprache der Liebe. Das Konzert in der Kirche, ein gewagtes Experiment. Es war Grenze, ne? Also ein Gang auf der Grenze. Eben Schlager unser in der Wallfahrtskirche von Klausen. Maria Heimsuchung in Klausen, seit Jahrhunderten Pilgerziel. Heute pilgern sie feuchtfröhlich zu einem anderen Meister. Er hat Gildo Horn nach Klausen gebracht, Dominikanermönch und Pfarrer Albert Zeul. Sein Ziel, mehr weltliche Freuden in den heiligen Hallen. Es passt zusammen, die Grundbotschaft des Glaubens ist die Liebe. Gott liebt die Menschen und eine Grundbotschaft des Schlagers ist auch die Liebe. Von daher passt das sehr gut. 2 Stunden vor Konzertbeginn, Gildo Horn ganz demütig. Früher war der gebürtige Trierer sogar Messdiener. Heute bezeichnet er sich selber als Atheisten. Ich bin mit diesem Ritualismus nicht so ganz zurechtgekommen. Ich kam mir da ziemlich erdrückt vor und habe gewusst, ich muss da raus. Das ist irgendwie nicht meins. Wenn es um Glaube, um Liebe geht, dann das muss alles irgendwie freiwilliger sein. Und so kommen seine Schäfchen auch ganz freiwillig zu ihm. Das erste Kirchenkonzert des Liebespropheten war nach 3 Stunden ausverkauft. Das ist doch eine kleine Predigt wert. Seid heute Abend alle ganz besonders lieb zueinander. Schaut euch mal um, der Mensch neben euch. Winkt ihm zu, schenkt ihm ein Lächeln, selbst wenn's der eigene Gatte ist. Zeit für Verheißungen des Meisters. Ich bin Schlagertoll, wir kleine Marke, die Tumor Trinkel. Ich bin Schlagertoll. Wenn ich in so einem Gotteshaus drin bin, dann habe ich gewisse Regeln zu befolgen. Also da werde ich mich so ein bisschen zusammenreißen, aber auch nicht viel. Aber ich meine, so schlimm bin ich doch gar nicht. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich Marilyn Manson bin oder irgendwas und jetzt hier gleich Taubenfutter. Nach mehr als 2 Stunden ist die Schlagermesse gelesen und die ein oder andere Erleuchtung hat stattgefunden. Ja gut, ich sag mal, es ist natürlich in der Kirche, in der katholischen Kirche nicht üblich zu klatschen, zu johlen und sowas. Aber andererseits, Grenzen sind auch dazu da, dass man vielleicht die mal ein wenig verschiebt. Es ist eine Wallfahrtskirche, wir waren früher als Kinder auf die Hänge gepilgert. Nie vorgestellt können, dass man hier mal zum Konzert hinkommt. Das ist schon klasse. Die Atmosphäre ist ganz toll. Man kann auch mal in der Kirche aufstehen und klatschen und tanzen. Gildo Horn in der Wallfahrtskirche. Seine Schäfchen sind auf jeden Fall selig.